Arm durch Pflege, Millionen Rentner, Arbeitnehmer, Selbstständige werden von Armut betroffen sein, weil sie ihre Angehörigen pflegen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, das Thema Pflege, gesetzliche Pflegeversicherung, kocht in Deutschland aktuell auch ganz massiv hoch. Wir haben seit dem 1.7.2023 eine Erhöhung der Pflegebeiträge, also so quasi auf breiter Front, das wissen Sie auch. Und da geht es natürlich wieder um das Thema Eigenanteil Pflege. Was muss ich eigentlich bezahlen, wenn ich meine Eltern pflege oder wenn ich meine Eltern ins Pflegeheim geben muss oder wenn ich meine nächsten Angehörigen zum Beispiel pflegen lasse durch einen Pflegedienst und so weiter. Was kommen da alles für Kosten auf mich zu? Kann ich das überhaupt noch bezahlen? Wir wissen auch, dass viele Menschen in Deutschland ihre eigene Pflege oder die Pflege der nahen Angehörigen aus eigener Kosten gar nicht mehr zahlen können. Warum ist das so? Ist relativ einfach. Die Pflegeversicherung in Deutschland ist eine Teilkaskoversicherung. Das heißt also, die Pflegeversicherung übernimmt nur einen Teil der Kosten, die durch die Pflege anfallen. Sie ist keine Pflegevollversicherung. Und die Teilkaskoversicherung sagt eigentlich, dass ein Großteil der Kosten, die durch die Pflegeversicherung abgedeckt ist, dort übernommen wird. Aber der Teil, der nicht übernommen wird, den muss ich aus der eigenen Tasche bezahlen. So, und jetzt können Sie sich ja mal Folgendes vorstellen. In Deutschland gibt es rund 6 bis 7 Millionen Rentnerinnen und Rentner, die von Armut indirekt oder direkt betroffen sind. Wie sollen die ihre Pflegekosten im Pflegeheim bezahlen oder die nächsten Angehörigen diese Kosten übernehmen? Denn die Pflegekosten, das wissen wir auch, steigen. So, und jetzt sagt ein CDU-Mann aus Nordrhein-Westfalen, Laumann, dort Gesundheitsminister, eigentlich genau das, was wir schon seit Jahren auch fordern in der Pflegeversicherung. Wir brauchen unbedingt eine Pflegevollversicherung. Es nützt nichts, wir können so einfach nicht mehr weitermachen. Es kann nicht sein, dass die Menschen immer, wenn es Leistungserhöhungen auf der Pflegeseite gibt, also die Leute ein bisschen mehr bezahlt kommen, dann die Pflegeheime und die Pflegeserviceanbieter sozusagen immer mehr zugreifen und da immer mehr abkassieren. Meine Damen und Herren, der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, CDU, ja, hat sich für die Einführung einer Vollversicherung für die Pflege ausgesprochen. Ich glaube, dass eine Pflegeversicherung insofern richtig ist, dass man die pflegebedingten Kosten über die Pflegeversicherung bezahlt. Genauso wie bei der Krankenversicherung, vielleicht mit einem kleinen Eigenanteil, aber dann hört das auch auf. Es kann nicht sein, dass die Leute wirklich in Altersarmut stürzen. Da die gesetzliche Pflegeversicherung anders als die Krankenversicherung nicht alle Kosten übernimmt, müssen Pflegebedürftige derzeit Eigenanteile zahlen. Die Zuzahlungen waren zuletzt nochmals deutlich gestiegen, trotz inzwischen eingeführter Entlastungszuschläge. Meine Damen und Herren, die Pflegereform ist ja verabschiedet worden durch den Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Aber für das nächste Jahr sind dann auch nochmal Entlastungen vorgesehen bei den Eigenanteilen, die reine Pflege vorsehen und natürlich auch Erhöhung aller Geld- und Sachleistungen der Pflege im Jahr 2025 um 4,5%. Das ist aber alles ein Witz. Das wissen wir doch alles, meine Damen und Herren. Das heißt also, wenn wir bis zum Jahr 2025 warten, werden die Leute schlicht und ergreifend oder viele Menschen schlicht und ergreifend, die selber gepflegt werden müssen oder die Angehörige pflegen, in Altersarmut stürzen. Das ist eine bittere Realität. Der können wir uns hier in Deutschland nicht mehr verschließen. Das ist ja das ganz, ganz große Problem, dass wir hier eine Teilkaskoversicherung in der Pflege gemacht haben. Das ist ein Systemfehler, das muss sofort aufhören. Wir brauchen hier schlicht und ergreifend eine Pflegevollversicherung, wie die Krankenvollversicherung auch als Vollversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung existiert. Meine Damen und Herren, ich bin gespannt auf Ihre Beiträge. Ich bin gespannt darüber, was die Politik hier noch zu entscheiden hat in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren. Hoffentlich kommt es so, dass wir, wie zum Beispiel der CDU-Mann Wittecker ja vorgeschlagen hat, eine einheitliche Sozialversicherung für alle haben sollen. Müssen Sie sich vorstellen. Ja, CDU-Mann Wittecker hat gesagt, einheitliche Sozialversicherung für alle. Darüber habe ich auch einen entsprechenden Videobeitrag am 21.08.2023
ins Netz gestellt auf meinen Kanal rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, das war's. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.